Hallo und herzlich willkommen bei FotoTV. Profifotografen wissen es, am Set zählt nicht so sehr wie ein schneller funktionierender Workflow, damit in der Hitze des Gefechts die Ergebnisse stimmen und alles vernünftig funktioniert. In diesem Bereich setzen derzeit Kameras von Phase One, die IQ-Serie, Standards. Wir haben die Möglichkeit, hier bei einer Profiproduktion mit Ralf Mahn, den Sie bereits im Hintergrund sehen, dabei zu sein und uns anzusehen, insbesondere wie der Workflow aufgebaut ist, wie Ralf Mahn zu seinen Ergebnissen kommt und wie er mit der Phase One IQ arbeitet. Wir schauen uns direkt mal das Shooting an und treffen uns dann mit Ralf Mahn, der uns einweihen wird in die Vorteile der Arbeit mit der Phase One. Eins, zwei, drei. So, okay. Ich hatte es in der Anmoderation schon gesagt, es geht heute insbesondere um das Thema eines schnellen Workflows. Hier am Set sind heute 12 Looks zu schießen in diversen Variationen. Und Ralf, wir wollen mal ein bisschen über deinen Workflow sprechen. Der beginnt in der Kamera, die du in der Hand hast. Ich habe es schon gesagt, eine IQ von Phase One. Was genau für eine? Das ist die IQ 140. Finde ich sehr gut geeignet für Fashion-Fotografie, weil sie die zurzeit schnellste Mittelformatkamera am Markt ist. Und eigentlich vom Workflow, und nicht nur eigentlich, wirklich wesentlich schneller ist als jede Kleinbildkamera. Sollte man nicht glauben, ist tatsächlich so. Muss man mal probieren. Das musst du ein bisschen erklären. Wo entsteht hier Geschwindigkeit? Die entsteht einmal natürlich in der Kamera und in der Schussfolge. Das heißt, ich habe dadurch, dass ich hier mit FireWire 800 an den Rechner angebunden bin, eine extrem schnelle Schussfolge, ohne dass die irgendwie ins Haken kommt und dass ich wirklich fließend durchschießen kann bei voller Geschwindigkeit. Das ist der erste Punkt. Das müssen wir ganz kurz sagen. Die Bilder, die hier entstehen, sind wie dick? Die sind so 60 bis 70 MB dick, ich weiß es nicht mal ins Detail, aber auf jeden Fall so. Das ist natürlich Mittelformat, ein bisschen andere Dimensionen, auch mit 16-Bit Farbtiefe, also etwas anderes als mit Kleinbild. Aber durch FireWire und durch diese Anbindung ist extrem schnell nachher alles im Rechner und extrem schneller Workflow. Okay, also einmal Geschwindigkeit der Datenübertragung, Geschwindigkeit der Schussfolge, aber Workflow ist mehr als nur die Hardware. Workflow ist auch, wie du halt das bedienen kannst. Genau. Also es ist zum einen die Bedienung der Kamera und auch des Backs, das ist alles sehr intuitiv, aber, und das ist natürlich der ganz große Punkt bei dem Back, wir haben hier ein riesen Touch-Display, ich halte es mal einmal so in die Kamera rein, was mir mit einem Blick im Prinzip einen kompletten Überblick über meine Daten und über mein geschossenes Bild verschafft. Im Detail macht das natürlich der Digital Operator, kommen wir gleich noch zu, am Rechner, aber ich kann hier schon mal das Bild sehen.
ich kann hier schon mal eine Überbelichtungswarnung sehen und ich kann hier eine Schärfenmaske schon mal drauf und ich sehe schon mal grob ein Histogramm. Das kann ich sehen, ohne dass ich was berühre, erstmal am Monitor. Und dann kann ich mit einem Tipp hier drauf, ich zeige mal zum Beispiel das Histogramm antippen oder die Überbelichtungswarnung, die natürlich gerade nicht ausblinkt, weil es nicht überbelichtet ist. Und ich kann halt auch im Notfall zum Beispiel jetzt mal in ein Bild reinzoomen und auf größere Ausschnitte gehen und zu gucken, ob es dann wirklich scharf ist, ob die Augen auf waren, ob Details passen. Das hat einfach den Vorteil, dass ich hier wirklich schon sehe, was ich mache, ohne dem Digital Operator einmal gleich zurufen zu müssen und alles okay, was man halt früher mal gemacht hat. Und ich habe hier wirklich mehrere Bilder, die letzten Bilder, die ich mir angucken kann, die ich nochmal komplett so beurteilen kann. Und für mich schon mal weiß, okay, das hat gesessen oder das Model muss doch wieder den Fuß ein bisschen links mehr heben oder wie auch immer. Also ich habe hier wirklich den kompletten Überblick, bin hier Herr der Sache und habe parallel den Digital Operator, der es nochmal überprüft. Also ein extrem hohes Maß an Sicherheit und auch ein extrem hohes Maß an Geschwindigkeit, weil ich mich wirklich eigentlich um nichts mehr kümmern muss und alle Dinge funktionieren. Ich habe es auch beobachtet, dass du teilweise mit der Kamera zum Model gehst, um ihr zu zeigen, was du gerade drauf hast. Wenn man die natürlich aus dem Set an den Rechner holt, dann ist erstmal wieder eine Unterbrechung dabei. Hier kannst du eben kurz am Set zeigen, genau, was da rauskommt. Und ich habe wirklich ein Display, wo das Model das auch drauf sieht. Das heißt, wenn wir die kleineren Displays sehen, dann hat man ja wirklich immer das Problem, dass sie nicht genau erkennen kann und wie auch immer. Und ich finde es auch immer ein ganz gutes Feature, wenn man den Models das zeigt, dass sie sehen, wo es hingeht. A, motiviert es die Models und B, wenn mal was nicht ganz richtig ist mit der Handhaltung, sehen die auch sofort, wo es nicht gestimmt hat. Also irgendwie immer eine ganz gute Sache dafür. Und wie gesagt, alles intuitiv und super schnell. Das heißt, wir haben keine langen Zoom-Zeiten mehr oder keine mit Tasten irgendwie, ich zeige es dir mal, wenn man zum Beispiel auf 100% geht, mache ich mit einem Doppelklick und da ist das Bild drin. Und das innerhalb von einer Sekunde, kann jetzt hier wirklich hin und her scrollen. Das macht man ja sonst bei anderen Kameras, kennt man es mit so einem Hoch-Runter-Joystick im günstigsten Fall oder mit Rädchen. Also es geht schon extrem schnell und extrem intuitiv eigentlich. Okay, dann wollen wir mal dem Kabel folgen zum Digital Operator, der hinten am Rechner steht und kümmern uns da um den zweiten Teil des Workflows, der so schnell ist. Nachdem uns Ralf den ersten Teil des Workflows erklärt hat, führt uns das Kabel rein in einen Rechner und an dem Rechner steht René, der Digital Operator. Und René, meine Frage an dich. Ralf kontrolliert schon so ein kleines bisschen die Bilder vor, die er macht, aber du hast ja auch noch eine ganz wichtige Aufgabe. Ja, also meine Aufgabe ist es, die Bilder, die Ralf schießt, die nochmal nachzukontrollieren oder während er schießt, die Bilder zu kontrollieren. Das heißt, zu gucken, ob die Bilder scharf sind, nach Überbelichtung halt schauen, Unterbelichtung. Ob er aus Versehen irgendwelche Einstellungen an der Kamera verändert hat, die Blende oder die Zeit oder die ISO-Empfindlichkeit, damit er einfach fotografieren kann und sich keine Gedanken um die Technik machen muss. Das ist so meine Hauptaufgabe eigentlich. Ja, die Besonderheit hier ist, wir haben sehr, sehr viele Looks zu schießen, insgesamt 12 über den Tag. Und das muss richtig schnell gehen. Man sieht es auch bei der Arbeit hier. Er muss jetzt nicht mehr an den Rechner kommen und gucken, ob alles passt, sondern du rufst ihm das zu. Richtig, so sieht es aus. Also der Ralf schießt einfach, kann sich darauf konzentrieren, wie die Motive aussehen. Und wenn mir irgendwas auffällt, dann kann ich das unterbrechen. Aber in der Regel kann er sich einfach wirklich mit freiem Kopf auf die Fotos konzentrieren. Und ich regel den Rest hier. Okay, kommen wir ein bisschen zur Technik. Was für eine Software läuft hier? Das ist Capture One von Phase One. Das Ganze als Tethered Shooting, das heißt, die Daten laufen direkt hier rein. Was hast du hier an Einstellungen? Ist das das Rohbild oder werden hier schon Looks drüber gelegt? Kann man machen, haben wir in diesem Fall jetzt nicht gemacht. Das sind jetzt die Raws, die man hier sieht. Von den Einstellungen her, die ich halt vornehmen kann, ist halt die Verschlusszeit, die ich ändern kann oder die Blende. Da habe ich halt ein Auge drauf. ISO-Empfindlichkeit. Das sind so die Sachen, die ich hier steuere. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er kann von diesem Rechner aus steuern, was an der Kamera des Fotografen passiert. Führt das schon mal zu Rangeleien, wer das letzte Wort hat? Nein, eigentlich nicht. Ist klar, Ralf bestimmt, wie was aussehen soll. Nur wenn halt, wenn mal ein Fehler auftritt, eine Überbelichtung oder sowas, kann ja mal passieren. Wenn das Model zu nah zum Beispiel Richtung Kamera kommt und zu hell wird, dann kann ich nachregeln. Aber das ist alles Hand in Hand. Okay, das ginge auch mit anderen Kameras. Eine Besonderheit ist allerdings, dass du von hier aus noch was weiteres steuern kannst. Richtig, mit dem passenden Plugin ist es möglich, Profoto-Generatoren zu steuern, also das R-System zu steuern. Leistungsstärke, sowas kann man halt regeln, verschiedene Gruppen. Das ist mit dem Plugin halt möglich. Ja, also doch sehr weitreichende Eingriffsmöglichkeiten direkt hier vom Rechner aus und damit an dem Ort, und wo man das Bild auch sehr gut bewerten kann. Thema Bewertung, da hinten ist noch ein zweiter Monitor und das ist ein Hardware-kalibrierter Monitor. Kannst du mal dazu erklären, was dieses Setup hier, wofür ihr das habt? Also hauptsächlich haben wir das Setup für die Kunden und für die Visagisten, damit die auf diesem profilierten Monitor sich halt die Bilder anschauen können, während ich an dem Laptop stehe. Und das ist halt so ein Feature von Capture One, dass ich halt diese Dual-Monitor-Funktion habe. Das heißt, die Kunden, Visagisten und Stylisten sehen das Gleiche, was ich sehe,
also das fertige Bild oder beziehungsweise das reingeschossene Bild, mit dem Unterschied, dass sie halt vielleicht räumlich ein bisschen getrennt sind oder so, dass man sich halt nicht ein bisschen in die Quere kommt und damit die Kunden vor allem auch die Farben beurteilen können, dass sie halt zufrieden sind, dass alles passt. Ihr habt aber beide kalibrierte Monitore, das heißt, jeder hat ein verlässliches Bild auf das Ergebnis und auch das ist wieder wichtig für das Thema der Geschwindigkeit des Workflows. Okay, dann vielen herzlichen Dank für den Einblick ein bisschen hinter den Vorhang quasi. Aber da sieht man, wo die Geschwindigkeit bei so einem Shooting herkommt. Das waren nochmal einige Impressionen aus dem zweiten Teil des Shootings, diesmal vor weißem Hintergrund und wir sind am Ende des Shootings. Zwei Favoriten sind hier auf dem Schirm. Ralf, ich glaube, eine Menge Material im Kasten. Was haben wir heute alles geleistet? Ja, wir haben insgesamt 12 Motive geschossen, also ich glaube auch wirklich in einer ambitionierten Zeit, nenne ich jetzt mal, ich sage mal so um die 7 Stunden. Wobei man natürlich die ganzen Styling-Zeiten, Make-up-Zeiten und her, und man sieht ja auch, wie die Haare gemacht werden, sind sehr aufwendig. Also sind wir sehr schnell durchgekommen und haben auch wirklich einen sehr schnellen, flüssigen Workflow gehabt. Ja, ich war erstaunt zwischendurch, man hatte nie das Gefühl, dass es wirklich stressig war. Es ging eigentlich alles sehr, sehr ruhig und in dem Moment, wo das Modell da war, wurden eine Handvoll Schüsse gemacht, gar nicht so viel, wie man das sonst kennt, sondern das saß sofort alles. Wie macht man das? Es sind mehrere Faktoren. Natürlich arbeiten wir mit einem sehr professionellen Team, wo alle Leute genau wissen, was sie tun und dann man hat keine Diskussion oder keine Nachfragen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir wirklich auch konzentriert arbeiten. Das heißt, wenn ich schieße, arbeite ich sehr konzentriert und ich habe den Digital Operator, der natürlich alles genau checkt. Und wir haben einfach einen sehr flüssigen, sehr guten Workflow, der sehr schnell und sehr problemlos läuft. Der Workflow war ja unser Thema speziell für diese Sendung, um darauf mal ein bisschen Licht zu werfen. Vielleicht nochmal so die Hauptfaktoren. Kamera, dann rein in den Rechner und es muss ja auch noch wieder rausgehen. Kannst du das nochmal nachzeichnen? Was sind die Stellschrauben, um so schnell zu produzieren? Ja, das eine ist natürlich, dass ich an der Kamera erstmal eine Kamera habe, die schnell fotografieren kann, die einen schnellen Workflow erlaubt von der Schussfolge her. Der zweite Punkt ist der, dass ich auch eine schnelle Bildkontrolle hinten auf dem Display habe. Haben wir auch ganz kurz gezeigt gerade. Also ich sehe sofort, was funktioniert, was nicht. Und der dritte Punkt ist auch, dass der Digital Operator halt wirklich alle Daten sofort reinkommt und die komplette Kontrolle über die Motive hat und auch notfalls vielleicht eine kleine Korrektur vornehmen kann in einer Drittelblendenwerten oder sowas, weil zum Beispiel gerade das Model dichter am Licht ist oder wie auch immer. Und alles zusammen, der Digital Operator kontrolliert natürlich auch perfekt nachher, der hat einen Blick auf die ganzen Dinge. Alles zusammen gibt natürlich diesen schnellen Workflow. Dann kommt als letzten Punkt noch natürlich noch die Nachbearbeitung. Das werde ich auch mit der Capture One die RAW-Konvertierung machen, die auch sehr schnell und sehr einfach geht. Und da wir vorher sauber gearbeitet haben, ist auch das hintere Nachbearbeiten gar nicht mehr so aufwendig, weil wir einfach wirklich im Vorfeld schon alles sehr gut gemacht haben. Mal ganz konkret, was wird an solchen Bildern jetzt noch gemacht? Also wir korrigieren manchmal die Belichtung noch so im Drittelblendenbereich. Wir machen ein bisschen Kontrast und dann wird natürlich nachher noch ein bisschen der Look verändert. Das heißt, die Farben werden noch ein bisschen verändert, ein bisschen stylischer gemacht und das war's. Dann wird noch ein bisschen an der Haut nachher rumretuschiert, sprich ein bisschen Pickel weggemacht und weiß ich was. Und das war's eigentlich schon. Also dann haben wir ein fertiges Bild. Okay, solche fertigen Bilder sehen Sie jetzt im Abspann, die Motive, die nachher ausgewählt worden sind. Das war's für uns von hier heute. Vielen Dank für diese Einblicke zum schnellen, aber sehr professionellen Arbeiten mit wirklich sehenswerten Resultaten. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.